Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 17. Mai 2018? Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Stier. Das bedeutet für die Stiergeborenen sehen und gesehen werden, wahrgenommen werden und tatsächlich werden die Stiergeborenen gerade wahrgenommen. Nicht nur das, sondern sie möchten die Wahrheit, die suchen die Wahrheit und auch Klarheit, sie bringen auch etwas ins Licht. Uranus bewegt sich auch in Tierkreiszeichen Stier, das hat auch eine große Bedeutung, weil das bringt für die Stiergeborenen nicht nur heute, sondern auch in die kommenden Jahren Umbrüche und Veränderungen, oft unerwartete Ereignisse. Unser Planet Erde bewegt sich in Tierkreiszeichen Skorpion. Das bedeutet für die Skorpiongeborenen die Bedürfnis nach materieller Sicherheit, eine feste Boden unter den Füßen, auch Naturverbundenheit und der Körper wie Körperpflege oder Sport, Bewegung, Ernährung. Mond hat eine zunehmende Mondphase und im Allgemeinen eignet sich dafür etwas beginnen, was zunehmen soll, vermehren soll. Heute begegnet sich Mond mit Venus und die beiden haben eine ganz starke Liebesenergie und das wirkt natürlich auch auf unseren Gefühlen. Plötzlich wird man über Gefühlen gesprochen, befindet sich alles in Tierkreiszeichen Zwillinge. Also handelt sich hier auch um Kommunikation. Heute ist wichtig, auch auf die Träume achten. Der heutige Tag beginnt mit einem Traum. Und dieser Traum hat eine Bedeutung. Entweder haben wir etwas geträumt und dieser Traum hat eine Wichtigkeit und wir sollen das verstehen, die Traumsymbolen, oder wir haben Träume, Wünsche, Visionen und das sollen wir auch ernst nehmen, weil der heutige Tag eignet sich ganz gut dafür, das Umsetzen im Tat, weil das ist ein guter Tag, etwas Neues zu beginnen, etwas Neues starten, weil das führt zu Wachstum, das führt zum Erfolg. Der heutige Tag eignet sich auch für Geselligkeit, Kontakte, auch Reisen und eignet sich sehr gut für ein Ritual. Wir haben auch eine sehr starke Mondenergie und eine sehr starke Liebesenergie. Natürlich für die Liebesritual ist es sehr, sehr guter Einfluss gerade. Nicht nur aus dem Grund, dass Mond und Venus in Verbindung steht, sondern Venus befindet sich noch in Diamant. Das ist ein Punkt in Venus-Umlaufbahn und dieser Punkt steht nah zu der Sonne. Und Venus bewegt sich schneller als sonst, das heißt, in die Liebe-Partnerschaft kommt viel gerade in Bewegung und auch eine starke Sonnenkraft, Sonnenenergie und das bringt Klarheit, Orientierung, also wird man vieles klar und deutlich sehen in die Liebe-Partnerschaft. Entweder wird man die Wahrheit sagen oder über Wahrheit sprechen oder etwas kommt ins Licht oder man bekommt die Klarheit in die Liebe Partnerschaft. Bei einer oder anderen ist auch möglich, dass die rote-rosa Brille plötzlich fällt und auf einmal sehen wir die Wahrheit. Für die heutigen Ritual empfehle ich die Mondstein. Dieser Halbedelstein, Mondstein, hat eine Verbindung zum Mond.
und stärkt unsere Intuition, hilft, dass unsere Träume wahr werden, fördert die Liebe und natürlich stärkt auch unser Selbstbewusstsein, ist auch ein Heiledelstein, besonders für Frauen, und schenkt uns die inneren Gleichgewicht. Wir sollen Mondstein immer wieder entladen mit Hämatit, das heißt Mondstein und Hämatit in eine Schüssel über Nacht, und dann ist Mondstein entladen und wir sollen mit Mondkraft, mit Mondenergie aufladen, dann wirkt es auch wie ein Amulett. In meinem Shop habe ich auch Düfte, natürlich können wir auch noch mit Düften auch bepinseln, dann ist wirklich mit Mondkraft aufgeladen, jetzt gerade auch mit Venusenergie aufladen und noch kommen die Düfte dazu und dann ist es auch als Amulett jetzt gerade für die Liebe und Partnerschaft. Welche Einflüsse haben wir von Sternen? Vasat bestrahlt die heutige Mondbewegung und hat eine Botschaft, wir sollen in die Mitte bleiben. Das ist das innere Gleichgewicht und das passt ganz gut zum Einfluss von Mondstein, auch schenkt uns das innere Gleichgewicht. Aber auch bei Entscheidungen, dass wir in die goldenen Mitte bleiben. Und das ist der Einfluss von Vasat, also die Mitte, immer in die Mitte bleiben. Dann beeinflusst die heutige Mondbewegung Castor und Pollux, die Zwillinge. Castor und Pollux, die Geschichte dazu. Es gab einmal eine Königin Leda. Leda war eine sehr schöne Frau und Zeus liebte schöne Frauen und verführte Leda. Und somit gebar Leda Pollux. Aber Leda war verheiratet und wurde von ihrem Ehemann, von dem König von Sparta, auch schwanger und gebar Castor. Und die waren die beiden Zwillingen. Castor hat eine menschliche Abstammung und Pollux hatte eine göttliche Abstammung. Und die göttliche Abstammung versprach Unsterblichkeit und das Menschliche natürlich sterblich. Und wo das soweit war, dass Castor musste sterben, dann ging Pollux zu seinem Vater Zeus und bat auch um die Sterblichkeit, weil Pollux sagte, ich möchte nicht meinen Zwillingsbruder alleine lassen, da lieber sterbe ich mit. Und das berührte Zeus und Zeus hat beiden in den Himmel gesetzt und so wurde Castor auch unsterblich und so stehen im Himmel Castor und Pollux als Hauptstern, die Tierkreiszeichen Zwillinge. Und das hat eine symbolische Bedeutung, eine Verbindung zum Schöpfer, zum Gott, aber auch zu unserem höheren Bewusstsein. Und wie wird das auf dem einzelnen Tierkreiszeichen? Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen, wie ich schon sagte, sie sind gerade wahrgenommen. Sie erfahren die Wahrheit. Sie bringen etwas ins Licht und unerwartete Ereignisse sind zum Erwarten. Die Gespräche nehmen zu. In die Liebepartnerschaft kommt mehr Leichtigkeit. Die Tierkreiszeichen Zwillinge haben diese Liebesenergie. Und natürlich diese Geschichte von Castor und Pollux heißt auch die Verbindungen suchen. Auch wenn das so erscheint, dass unmöglich ist oder hat man Angst oder zweifelt man, erscheint alles so hoffnungslos zu sein. Es ist wichtig, die Verbindung und das natürlich mit inneren Gleichgewicht alles abwiegen und überlegen, hat das überhaupt einen Sinn, ist das real, kann man an diese Liebe glauben. Wenn ja, dann sollte man wirklich den Kontakt suchen. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen ist wichtig, die Werte und Wertschätzung und Finanzen. Und jetzt einen Vertrag unterschreiben, was Gewinn bringen soll, ist eine ganz gute Energie, weil das verspricht Erfolg. Und in die Liebe Partnerschaft verspüren die Krebsgeborenen die Leichtigkeit und in die kommenden Tagen, auch in die kommenden Wochen, diesbezüglich bewegt sich einiges. Und eine gute Nachricht ist auch zum Erwarten.
Die Tierkreiszeichen Löwen geboren haben eine karmische Aufgabe. Etwas Neues entsteht hier, etwas, wo sie sich nicht auskennen. Natürlich, wenn etwas Neues kommt, sind wir erstmal unsicher. Und diese Unsicherheit sollen die Löwengeborenen überwinden. Die Gespräche kann unangenehm sein oder hört keine zu, kann auch bedeuten, dass die Löwengeborenen warten auf eine Nachricht und es kommt noch nicht. Das sind Einschränkungen da. Wo sie aber Glück haben, das sind die Gefühle und die Liebe, Partnerschaft. Die Tierkreiszeichen Jungfrau geborenen kommt etwas in Ordnung und sie verspüren die Kraft, diese schöpferische Kraft und sie setzen etwas um in Tat. Besonders was die beruflichen Situation betrifft oder die Finanzen. In die liebe Partnerschaft sollen sie noch etwas geduldig sein. Die Wagengeborenen fühlen sich beengt in die Arbeitsplatz, suchen neue Möglichkeiten. Einigen Wagengeborenen möchten sich beruflich verändern. In die liebe Partnerschaft haben die Wagengeborenen Glück. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborene kehrt etwas oder ein Thema zurück von Vergangenheit. Und da möchten sich die Skorpiongeborenen ihren Rechte haben. Entweder eine rechtliche Lage oder geht um Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit. Das kann einigen Skorpiongeborenen noch belasten und sie wollen das in Ordnung zu bringen. Sie wollen die Wahrheit wissen. Es ist auch wichtig, dass sie die Kontakt suchen an jemanden, dass die Verbindung wieder da ist, weil das kann einiges verändern bei den Skorpiongeborenen. Nicht nur warten, sondern selbst die Kontakt aufbauen. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen ist ein wichtiges Thema. Die liebe Partnerschaft, das wird gespiegelt. Aber auch die Gleichgewicht. Also das darf nicht einseitig sein. Auch nicht aufopfern, aber auch nicht zurückhaltend sein, sondern ein Entgegenkommen, aber das muss auch etwas zurückkommen und so kommt es in Harmonie. Und diese Harmonie ist sehr wichtig momentan für die Schützengeborenen. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen fühlen sich etwas leichter. Und eine gute Nachricht oder einen wichtigen Termin ist zum Erwarten. Oder kommt die Bestätigung oder kommt die Wahrheit, kommt mehr Klarheit. Die Tierkreiszeichen Wassermanngeborenen bewegt sich in die nächste Zeit einiges und sie haben zurzeit sehr gute Liebesenergie und Glück in die Liebepartnerschaft, besonders die Wassermann-Damen, weil ein Mann kehrt zurück. Es ist gut möglich, dass hier um karmischen Begegnungen haben und ein männlichen Person kehrt zurück von die Vergangenheit oder von alten Karma. Hier kommen alten karmischen Themen wieder hoch und im Bereich, wo sich das alles will, gerade die Liebe. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen haben einen wichtigen Traum oder eine Vision, aber sie sollen auch intuitiv handeln, daran nicht zweifeln, weil dieser Traum hat wirklich eine große Bedeutung. Oder die Träume zu leben, das zu verwirklichen, mutig zu sein, etwas umsetzen in Tat. Eine gute Nachricht ist auch zum Erwarten. In der Liebepartnerschaft sind momentan noch Einschränkungen, ein bisschen Geduld noch, das wird in den Tagen, Wochen auch besser sein. Bei Tierkreiszeichen Wiedergeborenen ist eine Heilung. Etwas kommt hoch bei den Wiedergeborenen, wo weh tut. Aber das Anschauen und das Verbessern, es ist gerade ein Heilungsprozess da. Bei einigen Wiedergeborenen kann auch gut möglich sein, dass es um den heilerischen Beruf geht, dass viele Wiedergeborenen suchen ihre wahre Berufung und es geht in die heilerische Richtung. Ich möchte nicht behaupten, dass jede einzelne Wiedergeborenen im heilerischen Beruf arbeitet, aber das ist auch sehr gut möglich. In die liebe Partnerschaft kommt mehr Leichtigkeit und ein Gespräch, eine Bestätigung ist auch möglich. Und das war mein heutiger Tageshoroskop.
Ich erwähne noch die Blitzberatungen. Es sind E-Mails-Beratungen und es geht wirklich blitzschnell. Das heißt, Sie schreiben mir ein E-Mail und stellen Ihren Fragen und ich beantworte ziemlich schnell diese E-Mails. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.